Prämisse ist natürlich nicht, hier vorrangig Deutsche vor anderen zu schützen, also sozusagen andere einem Risiko auszusetzen, aufgrund von Maßnahmen hier. Jetzt ist Europa sozusagen das Zentrum dieser Pandemie geworden. Naja, also es handelt sich bei dem Virus um so etwas fast Außerirdisches. Das ist ein archaisch sehr souverän agierendes Etwas. Folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung, also zu Hause bleiben. Die ersten Panzer sind da, Hunderte folgen noch. Dazu Zehntausende US-Soldaten. Betten bauen im Akkord. 3 Wochen vor Beginn der Übung Defender Europe 20. Sie sind äußerst motiviert, das ist ganz klar. Sobald wir einen Realauftrag haben, hier für die Versorgung der amerikanischen Kameraden zu sorgen. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie trotz der winterlichen Temperaturen den Weg zu uns gefunden haben. Ich, Generalleutnant Martin Scheller, ist der Inspekteur der Streitkräftebasis und nationaler territorialer Befehlshaber. Als solcher unter anderem auch zuständig für die Koordination der sogenannten Host Nation Support Leistungen, also der Unterstützungsleistungen, die Deutschland als gastgebendes Land den alliierten Streitkräften während ihres Aufenthalts in Deutschland zukommen lassen muss. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Danke für das Gespräch, eine Menge gelernt. Danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Im Minutentakt verlässt ein schweres Gerät nach dem anderen das Frachtschiff. Hundreds and hundreds of rapes on New Year's Eve. Germany, they have a problem. She went off the reservoir. I don't know what happened to her. She was doing well. Maybe she got power hungry. Maybe she thought she was invincible. So we protect Germany. Germany is a behemoth, an economic behemoth. It's being destroyed by what Merkel has done there, what she has done to Germany. I have friends from Germany. They're leaving Germany. They're leaving Germany. These are people who were so proud a year ago of being German people. They were so proud. They used to brag. I said, "You still proud?" "Not so proud."